wirklich, die haben sich geküsst. Was, wirklich? Wo, hier in der Schule? Ja. Oh Mann, das hätte ich sehen müssen. Das ist ja aber heftig, Dave, halt chillig. Ich wollte es eigentlich keinem sagen. Und so. Jetzt, also es darf kein anderer mitbekommen. Ja gut, okay, ich bin ruhig. Was darf kein anderer mitbekommen? Hanna, du hast bestimmt Geheimnisse von mir. Jetzt rück schon mit der Sprache raus. Pia, nichts? Ja, genau, gar nichts. Also gar nichts, wirklich gar nichts. Also es darf keiner wissen, dass ich auf Toilette meinen Namen geschrieben habe, mit Bleistift ja, aber genau, auch nur. Genau. Oh, Hanna, wie konntest du nur? Sehr gut, Hanna, genau. Ja, also ich habe auch ein bisschen mit ihr geschimpft, weil normalerweise geht das natürlich also nicht. Also sowas würde ich ja normalerweise nie machen, aber habe ich jetzt ausnahmsweise, genau. Wer es glaubt, wird selig, Hanna, das würdest du niemals machen, nicht mal mit Bleistift. Ich glaube, es ist was ganz anderes. Also jetzt hat sie das doch wohl nicht Dave erzählt, jetzt weiß der auch schon Bescheid. Herr Max, Herr Chillig, können wir vielleicht einmal ganz kurz miteinander reden? Ja, natürlich, ganz professionell. Herr Chillig, es geht um diese eine Sache, die zwischen uns ja sich ereignet hat. Ja. Und der Dave, der weiß jetzt auch Bescheid. Nein, oder? Aber der war doch gar nicht da, der kann das doch gar nicht gesehen haben. Oh Gott, bald weiß die ganze Schule davon Bescheid. Ach, diese Hanna, die hat das erzählt. Oh Gott. Ich muss jetzt leider auch zurück zum Unterricht. Ich habe keine Zeit. Ja. Bitte. Bald können wir es nicht mehr geheim halten. Was sollen wir nur machen? Und jetzt weiß auch Dave Bescheid und bald die ganze Klasse und bald auch die ganze Schule. Oh nein. Also ich muss sagen, ich verstehe gar nicht, warum die das verheimlichen. Also so schlimm finde ich das jetzt nicht zwischen Frau Zahl und Herrn Chillig. Ich wette, es geht um Mr. Handsome. Und Hanna erzählt es mir nicht, weil sie nicht meine Gefühle verletzen will. Und ich weiß, es geht ums Küssen. Hat Mr. Handsome etwa wen anders geküsst? Ach, guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen. Oh, Dave, du bist ja auch da. Ja, natürlich. Toll siehst du aus. Hast du schön geschlafen? Ja. Also ich habe wirklich richtig gut geschlafen. Toll, dass es Ihnen auffällt. Also, Hanna, dir fällt das nie auf. Oh, Dave, was soll mir denn daran auffallen, wenn du gut geschlafen hast? Ja, ich dachte, du schläfst jede Nacht gut, oder? Ja, dann ist ja alles super. Also, Dave geht's gut und ich hoffe den anderen auch. Dann starten wir doch mal direkt mit den Hausaufgaben. Wer möchte die denn mal vortragen? Hier, ich. Da fällt mir die Entscheidung eigentlich gar nicht so schwer. Dave, trag du doch mal vor. Also, ich habe bei 2a habe ich 18 raus. 18? Das Ergebnis war eigentlich 16, aber das ist nicht so schlimm. Manchmal sind auch falsche Antworten richtig. Das hast du toll gemacht, Dave. Bravo! Gut, okay. Ist der Dave hier? Also dieser bekannte Dave, ist der hier? Ich habe auch gehört, der hat gerade eine tolle Antwort gegeben. Ja, er ist direkt hier. Beste er hat zwar gerade eine falsche Antwort gegeben, aber das ist selbst schon Albert Einstein passiert. Das ist doch nicht schlimm, Dave. Das passiert dem besten Schüler. Also seit wann wird man denn für falsche Antworten so gelobt? Das kenne ich überhaupt nicht. Was soll das? Also Hanna, bitte, das ist der Dave, der ist halt der beste Schüler hier, das sage ich immer wieder. Also, ja, anderen seid natürlich auch sehr, sehr gut, aber der Dave, der ist der Beste. Und heute wollte auch die Zeitung bei uns in die Schule kommen und den besten Schüler hier ehren. Und da habe ich gesagt, der Dave, das ist die richtige Adresse. Oh, Dave, hast du das gehört? Das ist ja eine riesige Ehre. Da unterstütze ich natürlich voll und ganz. Du bist der beste Schüler, Dave. Wirklich? Ja, gut, okay, meine Noten sind auch gar nicht so schlecht. Hanna, hast du das gehört? Ich bin der beste Schüler hier. Ja, freut mich doch für dich, Dave. Hast du doch verdient. Aber können wir jetzt mal weitermachen mit den Hausaufgaben? Kann ich 2b vorstellen? Nee, Hanna. Ich wäre eigentlich dafür, dass das Dave weitermacht. Und Dave, steh doch mal auf. Ich möchte dir was sagen. Ich würde dich gerne umarmen und dich richtig knuddeln. Du bist so ein lieber Junge und so klug. Ich bin richtig froh, deine Lehrerin zu sein. Ja, okay, cool. Also, Kinder, nehmt euch alle ein Beispiel an Dave. Er sagt zwar auch mal falsche Sachen, aber das ist gar kein Problem. Man lernt daraus. Ganz toll, Dave. Oh ja, also langsam übertreibt sie ein bisschen. Ich finde Dave ja auch toll, aber was ist denn da heute los? Also, Hanna, ich finde Frau Zahl richtig cool. Also ich fand die schon immer cool, aber ich glaube, das ist die netteste Person, die ich jemals kennengelernt habe. Also ich finde sie richtig cool. Frau Zahl, darf ich kurz was sagen? Also ich muss sagen, Sie sind die beste Lehrerin, die ich jemals hatte und auch die netteste Person, die ich jemals kennengelernt habe. Auf der ganzen Welt. So nett wie Sie, also so habe ich noch niemanden kennengelernt. Dave, geht's noch? Und was ist mit mir? Ich dachte mal, du findest mich auch richtig nett. Ja, natürlich, aber Frau Zahl, das ist einfach die Netteste. Guck doch mal, wie nett die ist. Die lobt mich die ganze Zeit. Dave ist echt ein Verrückter. Und guck mal, Hanna, wie die sich anzieht. Das ist richtig cool. Das sieht einfach aus, als wäre sie gar keine Lehrerin, oder? Kannst du sie vielleicht nicht auch mal so anziehen? Dave, bist du jetzt in Frau Zahl verknallt, oder was soll das? Nein, das hat doch damit jetzt nichts zu tun, aber sie ist einfach nur toll. Ah, hallo, neue, liebe Kollegin. Haben Sie vielleicht noch Kreide hier? Nee, ich glaube, Kreide haben wir selber nicht. Tut mir leid. Ah, okay. Gut, alles klar. Dann schaue ich mal nebenan, liebe Kollegin. Liebe Kollegin? Was soll das denn heißen? Hallo, Pia. Sie haben eine Kollegin geküsst, eine andere Lehrerin. Was? Ich weiß es ganz genau. Und was ist mit meinen Gefühlen? Die werden mit den Füßen getreten. Pia, was ist denn wieder mit dir los? Pia, ich weiß nicht, wer diesen Unsinn hier erzählt, aber ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Ich muss jetzt wieder in meinen Unterricht rein und ich bin auf der Suche nach Kreide. Und was ist bitteschön mit mir? Sie denken nur an Kreide und anscheinend ans Küssen mit anderen Lehrerinnen. Sie sind doch verheiratet. Pia, und was ist bitte. Mit mir?
Also, was hat die denn bitte wieder heute gefrühstückt? Pia, kannst du dich jetzt bitte hinsetzen? Langsam reicht es, ne? Oh, wie konnte er das mir nur antun? Seine Haare sahen heute echt wieder schick aus. Keine Ahnung, was er damit macht. Mann, oh Mann. Ich kann gar nicht sauer auf ihn sein. Also, Kinder, dann machen wir doch am besten mit den Hausaufgaben weiter. Dave, bist du dann soweit? Schieß los. Und hast du nicht ein neues T-Shirt? Toll sieht das aus. Schick, schick. Nein, also, das ist nicht neu, aber vielen Dank. Anna, siehst du, Komplimente bis zum geht nicht mehr. Also, ich finde sie richtig toll. Oh Mann, langsam reicht's mir hier. Was soll das denn alles? Und Dave fällt voll drauf ein. Also, ich verstehe das überhaupt nicht. Was will die denn von Dave? Und Hanna, wolltest du mir irgendwie was sagen? Ist dir vielleicht was aufgefallen? Hast du irgendwelche Anmerkungen? Also, ich muss mal mit Ihnen über zwei Sachen reden. Erstmal das eine von letztes Mal, das habe ich schon längst vergessen. Und ich habe zwar Dave gesagt, aber der sagt auch nichts weiter. Und zweitens, was soll das? Was machen Sie mit Dave? Hanna, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und wieso bin ich jetzt anders zu Dave? Also, Dave ist einfach ein toller Junge. Und dass Dave das wusste, das wusste ich selber ja nicht mal. Oh, Hanna, kann es sein, dass du vielleicht wieder übertreibst? Kann das vielleicht sein? Sie ist doch einfach nur nett zu mir. Warum auch immer. Oh, Dave, sie versucht dir nur zu schmeicheln, weil sie denkt, dass du sie verpetzen willst. Du kapierst gar nichts. Wo ist denn der beste Schüler hier aus Playmobil City? Die Zeitung ist da und die wollen ein Foto von dir, Dave. Komm, komm, mein Junge. Wie bitte? Die Zeitung? Oh, die Zeitung ist für mich da. Okay, ich komme, Herr Chillig. Herr Chillig steckt voll unter einer Decke mit Frau Zahl. Ach, Dave, du hast es sowas von verdient. Ich stehe voll und ganz hinter dir. Also, Dave ist wirklich ein toller Kerl, aber Frau Zahl, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben mit der Zeitung? Dave, darf ich vielleicht mit aufs Foto? Also, ich möchte auch natürlich mit dem besten Schüler hier aus Playmobil City, möchte natürlich auch mal hier fotografiert werden. Stopp. Ich möchte natürlich auch aufs Foto. Tschüss. Oh Mann, langsam regt mich das alles echt auf. Also, was soll das denn? Dave findet Frau Zahl total toll, Frau Zahl findet Dave toll. Soll ich vielleicht doch weitererzählen, was ich da gesehen habe? Hanna, jetzt rück endlich raus mit der Sprache. Was hast du gesehen? Also, ich sag's jetzt einfach. Herr Chillig und Frau Zahl haben sich geküsst, die sind ein Pärchen. Echt? Wirklich? Und das war's schon? So viel Aufruhr um nichts? Ach du Schreck, jetzt weiß ja schon die nächste Schülerin Bescheid. Oh, wie soll das alles nur enden? Also, Frau Zahl, ich wäre an Ihrer Stelle ein bisschen vorsichtig. Oh nein, jetzt weiß Pia auch schon Bescheid. Oh Gott, ich hoffe, die ganze Schule weiß nicht bald davon Bescheid. Dave, sehr schön, sehr schön. Oh Mann, wenn die sich weiter hier so komisch verhalten, bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu verraten, dass sie ein Liebespaar sind. Warum stellen die sich so an? Wäre doch gar nicht schlimm.